Guten Abend. Also ich muss schon sagen, hallo liebe Silke. Die letzten Züge des Koronski-Geschehens kommt bei mir jetzt alles über die Haut raus. Oh, furchtbar, einfach nur furchtbar. Hier unten, dann hier so, hier an der Nase. Oh, ich kann euch sagen, ist einfach nur noch ätzend. Silke, wie geht's dir? Ja, warum mache ich heute das live? Weil ich euch ein bisschen was zeigen möchte, ein bisschen mit euch plaudern möchte. Ich war nämlich heute Nachmittag, war ich wirklich richtig fleißig. Ich habe nämlich zum Beispiel meine Testertasche wieder fertig gemacht, weil ich bin jetzt von, ich glaube, zwei, drei Leuten angeschrieben worden, ob denn meine Testertasche jetzt endlich mal fertig wäre und die wieder zur Verfügung stellt. Und da habe ich mir dann heute Nachmittag gedacht, es ist Freitag, du hast Zeit, machst du doch einfach mal deine Testertasche fertig. Hallöchen an alle, die mit reinkommen. Schön, dass ihr da seid. Genau, und das wollte ich euch heute mal zeigen, wie so meine Testertasche aussieht. Also, und das hier ist so meine Testertasche. Die verschicke ich natürlich auch gegen eine kleine Gebühr. Da ist zum Beispiel drinne, also ich will jetzt nicht unbedingt wieder alles rausnehmen, ne? Da ist eine große Duftlampe drinne. Da sind zwei Cotton Clean-Ups drin. Da ist auch eine kleine Beschreibung dazu. Da ist ein Duftventilator für die Steckdose drin. Da ist eine Mini-Duftlampe für die Steckdose drin. Natürlich die dazugehörigen Pots. Das sind zwei verschiedene. Dann habe ich einmal den Duft des Monats Februar. Dann haben wir die Valentinskollektion als Pröbchen dabei. Dann habe ich dabei einen Reisetwister zum Testen. Dann habe ich dabei den Mini-Ventilator fürs Auto zum Ausprobieren. Dann habe ich hier so eine kleine Testertasche fertig gemacht. Ich sehe gerade, da läuft irgendwas aus. Da muss ich nachher gleich nochmal gucken. Für eine Fußpflege zum Beispiel. Dann habe ich drinnen zwei Badesalzproben. Einmal Washer-Wiffs zum Testen. Dann habe ich die Gogo Mango Kollektion noch dabei getan. Ich habe drei Kataloge noch mal dabei getan mit dem Hinweis, dass es diesen Monat noch 10% auf Katalogware gibt und 20% auf die Auslaufliste. Die Auslaufliste ist da, die kommt da auch noch mit dabei. Genau. Und ich habe auch noch mal ein dickes Testerpaket gemacht mit den Bring Back My Bars, weil die sind ja auch noch bis Ende des Monats erhältlich. Ich glaube, drei sind im Moment ausverkauft. Und was natürlich dazugehört, sind die ganzen Tester, ne, wo man sich dann durchschnuppern kann. Also ich finde die Tasche ganz, ganz cool. Da ist das hier so unterteilt. Blumig, hölzern, frisch, Zitrone, Bäckerei, frisch. Frisch habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Und dann sind hier
Ja, die Neuheiten, die Winter 22 rauskamen und die Disney-Düfte. Genau. Und so kann man das dann sich zum Beispiel im Paket bei mir ausleihen. Und dann habe ich mir eben gedacht, wenn mich wirklich jemand anschreiben sollte, dann kann man mit demjenigen ja auch noch besprechen, ob er vielleicht irgendwas Besonderes dabei haben möchte oder ob er irgendwas gar nicht testen möchte. Ne? Es gibt ja Leute, die wollen nicht alles testen oder brauchen auch nicht alles. Ich hatte, glaube ich, doch noch irgendwas hier reingetan. Aber irgendwie. Dann habe ich das wahrscheinlich nicht mehr mit reingepackt. Genau, also das kann man so bei mir erhalten. Wer da Interesse dran hat, kann sich gerne bei mir melden. Hallo Sabine, schön, dass du da bist. Und genau, so ist meine Testertasche bestückt. Und dann kann ich mich jetzt bei den zwei Damen, die mich jetzt die letzten Tage angeschrieben haben, kann ich mich dann endlich mal melden und denen sagen, dass meine Testertasche fertig ist. Und dann kann ich die denen nämlich mal zuschicken. Genau. Was ich euch noch zeigen wollte, ist einmal eine Partyauflösung von einer ganz lieben Kundin. Also ich darf zeigen, was da drin ist. Sie hatte, ich glaube, zwei Halbpreisprämien und was in die, ich glaube, 50 oder 60 € Gutschriften. Genau. Sie hat sie hat sich zu ihrer Party oder sie hat sich zum Abschluss ihrer Party einmal das Coconut Lemongrass bestellt. Ich kann leider keine Düfte schnuppern. Ich kann euch nicht sagen, wenn ich jetzt hier gleich neue Bars habe, wie die riechen, weil ich immer noch nichts rieche. Also Coconut Lemongrass ist, es ist ein frischer Duft und die Kokosnuss kommt da echt, also sehr stark raus. Wer auf Kokosnuss steht, ist damit gut bedient. Dann haben wir für unseren Duftventilator, den zeige ich euch direkt nochmal mit, die Pots. Weil die kommen ja dann hier rein, entweder ein oder zwei, ab in die Steckdose, eingeschalten und du hast sofort Duft. Da hat sie genommen Gogo Mango. Wir sind ja im Moment auf dem Gogo Mango Trip. Wir haben ja unsere Gogo Mango Kollektion. Dann hat sie sich einen Scentpack Luna genommen. Luna ist der meistverkaufte Duft. Bei Sensi steht an erster Stelle seit schon ewiger Zeit. Mit diesem Duft bin ich damals auch bei Sensi eingestiegen. Dann hat sie sich Zoe das Zebra hat sie sich genommen und dazu hat sie sich natürlich den Scentpack genommen. Ich packe euch den mal aus. Einmal Zoe das Zebra. Oh mein Gott, ist das süß. Oh mein Gott, ist das süß und kuschelig weich. Das ist Zoe, unser Zebra. Ja. Also super weich, super weich. Ich halte das mal so ein bisschen nah. Also ihr seht das hier, wie lang das auch ist und wie flauschig. Das Gesicht, das hier ist eingestickt. Hier kann auch nichts passieren. Und dann haben wir ja hier hinten, ist ja der Reißverschluss und da ist dieses Fach drinne. Und da kommt nachher unser Sandpack rein. Also ich habe die auch schon verkauft, weil die Mama das für die Tochter haben wollte, für die Zahnfee. Da kann man nämlich auch kleine Geschenke hinten reinstecken oder als Sorgenfresser. Genau.
Dann stecken wir die wieder da rein. Sandpack machen wir direkt dazu. Das passt ja perfekt. Und sie hat sich zwei Duftblumen bestellt. Einmal Fluffy Fleece und einmal auch Gogo Mango. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Duftblume. Hier hat sie einmal Dahlia Darling und die andere ist auch Dahlia Darling. Das ist, ich glaube, die große. Ich verwechsel das immer. Dahlia Darling und, ach nein, Dahlia Darling ist doch die kleine und die Buttercup Belle ist nachher die große. Also das ist die Blüte, die nachher in das Öl gesteckt wird. Das ist sozusagen die kleine. Die sind alle handgemacht, diese Blumen. Der Docht, der saugt sich dann voll. Und gibt nachher über die Blume den Duft ab. Genau. Es ist aus Solarholz. Solarholz ist ein Naturholz. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt die kleinere Blüte auch besser als die große. Ich habe jetzt leider keine große da, dass ich euch mal den Unterschied zeigen kann. Ich habe hier zwar noch eine stehen. Ich guck mal, was das für eine ist. Und dann kann ich euch ja eventuell mal den Unterschied zeigen. Nein, das ist auch die Dahlia Darling. Ja, dann machen wir das beim nächsten Mal. Dann merke ich mir das mit vor und dann zeige ich euch das nächste Mal den Unterschied zwischen den beiden Blüten. Die einmal die große und einmal die kleine Blüte. Genau, dann kommt das wieder hier rein. Wenn ich dann dran komme. So. Silberne Deckelchen wieder da oben drauf. Genau, Beschreibung dazu. Warnhinweise. Genau, einmal Fluffy Fleece und einmal Gogo Mango. Genau, und dann hatte ich euch ja erzählt, dass der Rest meiner Flechsel-Bestellung gekommen ist. Und ja, auch ganz witzig. Ganz witzig. Wir haben da einmal die Hut. Also die kleine Steckerlampe. Einmal in groß. Wer auf Eulen steht. Ich zeige euch die. Ich packe das natürlich auch aus. Das ist die Schale dafür, die oben drauf kommt. Das ist die Schale, die dann oben drauf kommt. Es ist ein Elementwarmer, weil ja hier oben die Heizplatte ist. Ach ja, hier ist das Kabel dazu, das ist extra oder ist extra geliefert. Sind irgendwelche Fragen, dann fragt. Ich gucke hier mal eben. Nee, im Moment ist da keine Frage. Wenn ihr Fragen zu der Testertasche habt, fragt. Also wie gesagt, hier ist das Kabel dazu. Unsere Kabel sind alle 1,50 lang. So, dann schauen wir mal. Weil die Augen von der Eule nämlich leuchten. Trotz, dass es ein Element-Warmer ist, ne, haben wir dann
Hier oben kommt das Schälchen dann drauf. Genau, so. Und so sieht das gute Stück nachher aus. Ihr habt hier hinten ist der Ein- und Ausschalter nachher. Genau, hier sind auch nochmal zwei Löcher, die nachher dann an die Wand leuchten und vorne die Augen leuchten. Genau, unsere Hut. Machen wir mal hier wieder ein bisschen an, nicht ganz so hell. Einmal aus. Dann habe ich im Flash Sale mir bestellt einmal die Everything Nice. Das ist auch eine Wandsteckerlampe. Die habe ich aber allerdings für eine Kundin bestellt, weil sie hatte an dem Abend keine Zeit und deswegen habe ich ihr die mitbestellt. Wir gucken mal rein. So sieht die aus. Ich habe genau dieselbe. Die hängt bei mir in der Küche. Nein, die hängt gar nicht mehr bei mir in der Küche, weil ich nämlich jetzt gewechselt habe. Ich habe jetzt in der Küche die Edge Core Rosé Gold in der Steckdose. Wird sich freuen, dass ich die für sie gehascht habe. Im Lieferumfang ist immer unsere Base mit dabei, ne, für die Steckdose. Dirk sagt, hallo Yvonne. Hallo Dirk, einen wunderschönen guten Abend. Und ich habe mir bestellt Handseife Winterberry Apple Tea. Ich glaube, damit habe ich mich für die nächsten 3 Jahre eingedeckt. Ich liebe diesen Duft. Ich liebe diesen Duft, auch wenn ich ihn vielleicht im Moment nicht riechen kann. Aber das kommt ja auf jeden Fall wieder. Er dachte, du hörst ihn. Aha! Nein, nicht wirklich. Das funktioniert nicht. Irgendwann vielleicht mal in, weiß ich nicht, 3, 4, 5, 6, 7 Jahren kann man wahrscheinlich dann auch über Instagram jemanden hören. Technik. Genau, einmal Handseife und ich habe mir einen Bar bestellt, den ich so noch nicht kenne und ich ihn aber auch leider nicht schnuppern kann. Blöde Kiste gerade. Garden Honeysuckle. Ich weiß nicht, Silke, kennst du den eventuell? Also ich denke mir mal, ich rieche gar nichts. Ich rieche überhaupt nichts. Nicht ein bisschen. Ich hatte heute Morgen, hatte ich mal so das Gefühl, dass es eventuell wiederkommt. Mega lecker, kennst du den? Ich rieche nichts, ich kann mich anstrengen, wie ich will. Boah, das ist so ungerecht, so gemein. Nein, ich rieche wirklich nichts. Ich kann mir da auch nicht wirklich jetzt was drunter vorstellen. Garden, blumiger Duft mit einer Honignote. Ich rieche es nicht. Ich rieche es nicht. Ich lasse es auch sein, weil das ärgert mich eigentlich zu Grund und Boden. Ja, hab ihn zu Hause. Beschreib ihn mir mal. Schreib mir mal, wie du ihn empfindest, wie du ihn wahrnimmst. Wie du ihn kalt wahrnimmst. Hast du ihn auch schon warm probiert? Hast du ihn schon in der Lampe gehabt? Ach Gott, ich hab hier ja noch einen Duft. Was haben wir denn hier noch für einen? Strawberry Champagner Trüffel. Ja. Also ich hoffe, dass meine Nase irgendwann, was heißt irgendwann, also so schnell wie möglich, ne? Es ist so schade, es ist so schade. Hallo Nicole, meine Liebe.
Ich kann es nicht riechen. Ich kann es nicht riechen und das ärgert mich zu Grund und Boden. Ich kann es wirklich nicht riechen. Vielleicht hast du den auch zu Hause, Silke. Strawberry Champagner Trüffel. Ich glaube, der war mal aus einer Bring Back My Bar Aktion. Ich weiß es aber nicht genau. Also die beiden. Hallo, liebe Mama, schön, dass du auch da bist. Die beiden habe ich mir bestellt, die waren im Flash Sale. Und ja, bei mir ist es einfach die Farbe gewesen. Ne? Ich liebe Rosa, ich liebe Pink und die beiden sollten es sein und die beiden habe ich dann genommen. Aber ich kann sie leider noch nicht riechen. Also sobald meine Nase wieder funktionsfähig ist, werde ich euch natürlich dann mein Feedback zu diesen beiden Düften abgeben. Und was ich noch habe, wo ich mich auch richtig drüber freue. Oh Gott, die ist so schwer. Ist unsere Karslampe. Ich glaube, die schenke ich im Jannis zu Ostern. Ja. Nicole, du machst mir echt Hoffnung, von wegen, das dauert. Ich will nicht, dass das so lange dauert. Ich brauche meine Nase. Ich brauche unbedingt meine Nase. Wir packen die jetzt mal gemeinsam aus, die Lampe. Ich muss die unbedingt sehen. Ich muss die unbedingt sehen. Schon cool beim Aufmachen aus. Oha. Oha. Hier ist das Schälchen dazu, was nachher oben drauf kommt. Das ist ja mal echt cool, oder? Silke hat geschrieben, ein fruchtiger, blumiger Pop aus rosa Geißblatt, Zitrusfrüchten und exotischer Champagner-Mango. Aha. Da bin ich ja gespannt, ob man da. Riecht man das Mango da raus? Rosa Geißblatt, Zitrusfrüchten. Also es ist ja doch schon in zittrischer Duft, ne? Ich bin gespannt drauf. Fruchtig, blumig, zittrisch, es ist eigentlich alles dabei, ne? Exotisch. Hört sich gut an. Ja, hört sich gut an. Ich wollte ihn gerne riechen, aber es ist nicht möglich. Es ist einfach nicht möglich. Das kommt dann wahrscheinlich auch an irgendeine Stelle, Route 66. Das sehen wir jetzt gleich. Die ist richtig groß, richtig schwer. Cast-Kollektion, ja, habe ich auch schon mitgemacht. Hier ist wieder 1,50 Kabel dran, ne? Das ist auch ein Element-Warmer, also der leuchtet nicht, aber der sieht so schön aus. Das war's für unseren Jannis. So sieht er dann aus. Halt, ich will noch dieses Schildchen dran machen, dieses Route 66. Irgendwo ist da was dazu, wo das dran kommt. Im Moment sehe ich mal noch gar nichts. Ah, ich sehe es. Das kleine Pünüppelchen, wo das reinkommt, hat sich doch tatsächlich ein bisschen versteckt. Hast du den auch schon in der Lampe gehabt, den Duft, Silke? Weil meistens sind die ja warm nochmal. Ja. So, jetzt haben wir auch noch die Route 66 da dran gesteckt. Ist die nicht cool? Ist die nicht cool? Die schenke ich echt dem Jannis zu Ostern. Packe ich nochmal schön ein. Da freut er sich.
wenn die nachher in seinem Zimmer steht. Genau. Ja, das war's eigentlich so von meinem Flash-Sale und diese Party-Auflösung. Kundin hat sich echt tolle Sachen rausgesucht. Ja. Genau. Hol den mal komplett aus der Packung und dreh ihn um. Vielleicht nimmst du dann was wahr. Du machst mir recht. Garantiert nicht. War das jetzt von dem die Beschreibung oder war das von dem Garten Hannesackel die Beschreibung? Nein, ich rieche gar nichts. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Mal überhaupt nicht. Nein. Gar nichts. Tut mir leid. Es funktioniert nicht. Ich kann es nicht riechen. Probier noch mal den anderen, wird wahrscheinlich aber auch nicht anders sein. Nein, ich kann meine Nase noch so anstrengen. Ich kann meine Nase noch so anstrengen. Beide nicht, ich kann beide nicht riechen. Also doch der, ne, dieser Garten Honeysuckle. Ja, aber wie gesagt, sobald meine Nase wieder funktionsfähig ist, dann bekommt ihr nachher das Feedback zu den beiden Düften definitiv. Genau. Habe ich sonst noch irgendwas, was ich euch so erzählen wollte? Denkt, wie gesagt, an unsere Auslaufartikel, ne? Es sind so viele Dinge, die rausgehen. Was ja ganz unseren Shop verlässt, sind unsere Reinigungsmittel, unsere Körperpflegeprodukte, die Wäscheprodukte und die Haustierprodukte. Die gehen komplett raus. Also die wird es sozusagen nicht mehr im neuen Katalog geben. Aber was wir sagen können, dass diese Produkte als Special nachher zwischenzeitlich angeboten werden. Genau, dass man da dann gleich zugreift. Genau. Es gehen viele Bars raus. Es gehen viele Duftblumen raus. Gerade auch so Fluffy Fleece, Winterberry Apple Tea. Also da haben sich die Leute auch schon ordentlich mit eingedeckt, weil das ein super, super Duft ist. Kann man die bei dir kaufen? Welche möchtest du? Was möchtest du bei mir kaufen? Und wie gesagt, es gibt 10% bis zum 28.02. auf fast alle Produkte aus dem aktuellen Katalog. Außer unsere WIF-Box, lizenzierte Produkte. Was haben wir denn noch? Die Schatztruhe. Ich meine, da sind ja sowieso schon Prozente drauf, ne? Genau. Ansonsten 10% und ab 20% auf unserer Auslaufliste. Also wer die Auslaufliste gerne noch mal haben möchte, kann sich gerne bei mir melden. Ich schicke euch die zu. Wer auch noch mal einen Katalog haben möchte oder auch noch mal Proben haben möchte, meldet euch gerne bei mir. Ich mache euch das super gerne fertig und schicke euch das zu. Genau das gleiche mit der Testertasche, die ich euch vorhin am Anfang gezeigt habe. Ne? Ich kann die für euch auch individuell zusammenstellen. Das, was ihr gerne testen möchtet, kommt in die Tasche. Ich schicke euch das gegen eine kleine Gebühr zu. Ihr könnt es testen. Ihr habt 14 Tage Zeit und könnt es euren Freunden, Verwandten, Bekannten, Arbeitskollegen, wie auch immer. Kataloge sind drinne.
weitergeben. Dann macht ihr eure Bestellung fertig, schickt mir das dann mit der Testertasche wieder zu und ich mache das dann für euch fertig. Da machen wir eine Party draus, wir legen eine Party an und wenn ihr oder wenn du über 295 Euro bist bei deiner Party, dann bekommst du schon eine Halbpreisprämie und 29 Euro Gastgeberprämie. Das ist eine coole Sache, sollte man einfach mal machen. Oder auch wenn du dir keine Testertasche ausleihst, lass dir von mir einen Partylink anlegen. Lieber einen Partylink gehabt und nichts gekauft, als viel gekauft und vergessen, einen Partylink angelegt zu haben. Weil dann sind auch Gastgeberprämien und Halbpreisprämien dann futsch, ne? Also immer vorher Bescheid geben. Das sind 2 Minuten, da ist der Link angelegt und ihr könnt darüber shoppen. Genau. Ja. Habt ihr jetzt noch irgendwelche Fragen zu irgendwelchen Sachen? Oder auch irgendwas anderes? Ich scrolle noch mal durch, ich guck noch mal. Aber es sieht nicht so aus. Dann würde ich nämlich sagen, mache ich Feierabend für heute. Nächste Woche Freitag Abend sehen wir uns dann wieder. Also ich möchte das jetzt schon so festhalten, dass ich freitags abends dann immer live gehe und ja, wir dann sozusagen eine Plauderrunde einlegen und wenn ich was Neues habe, was ich euch gerne vorstellen kann und möchte, dann machen wir das freitags abends. Genau. Wenn noch Fragen sind, ihr könnt ja auch hinterher noch schreiben. Und dann regeln wir das darüber. Genau, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wundervollen Freitagabend, ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao!